Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß. Ihr braucht Sonnencreme. Das ist ölig und eklig. Bäh. Ho, 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 ho. Macht nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Babyeierleicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer Papa, dein Bauch ist doch zu dick. Hoho, Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht. Bitte spritz uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja, spritz uns nicht nass, Papa. Hoho, keine Sorge, Peppa. Bitte spritz uns bloß nicht nass, Papa. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz! Entschuldigt bitte alle. Willst du mit Peppa vielleicht im Meer planschen? Ja, Papa, bitte. Zieht erst eure Schwimmflügel an. Das war's schon. Du siehst sehr schick aus mit Schwimmflügeln, Schorsch. Und jetzt komm ich dran. Gut. Jetzt geht's ab ins Wasser. Hurra! Ist das Wasser kalt? Es ist herrlich und warm. Oh! Halt, halt! Du hast angefangen, Papa Wutz. Ups! Ich glaube, wir haben genug gespritzt. Hui! Papa, ich liebe den Strand. Hol mir bitte einen Eimer. Ja, Papa Wutz. Peppa? Hol mir etwas Seife. Ja, Papa Wutz. Und Schorsch, hol du mir den alten Tennisschläger. Ein Eimer, etwas Seife, ein Tennisschläger? Was hat Papa Wutz damit vor? Erst brauche ich Wasser. Dann die Seife. Und jetzt bitte den Tennisschläger. Vielen Dank. Und jetzt zieht mal her. Oh, oh. Papa Wutz hat seine eigenen Seifenblasen gemacht. Alle mir nach! Kommt alle mit! Pass auf, Papa Wutz! Nicht, dass du hinfällst! Mir passiert schon nichts! Oh. Oh. Oh.
Alles in Ordnung, Papa Wutz? Ja, alles in Ordnung. Ah, Papa Wutz hat eine riesengroße Seifenblase gemacht. Auweia, ich hab die ganze Seifenlauge verschüttet. Jetzt können wir keine Seifenblasen mehr machen. Aber jetzt können wir in Matschepfützen herumspringen, oder? Papa Wutz Seifenblasen haben eine große Matschepfütze gemacht. Hurra! Peppa liebt es, in Matschepfützen rumzuspringen. Guck mal, die Seifenblasen haben die Pfütze ganz blasig gemacht. Peppa liebt es, in Matscheblasenpfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matscheblasenpfützen herumzuspringen. Erschüchtern. Emily, sollen wir mein Lieblingsspiel spielen? Was ist dein Lieblingsspiel? In die Matschepfütze springen. Das ist auch mein Lieblingsspiel. Peppa liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Emily liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Das macht bestimmt Spaß. Yippie! Und Madame Gazelle liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Alle lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Emily, hat dir dein erster Tag in unserer Spielgruppe gefallen? Ja, Madame Gazelle. Und, hast du auch schon viele neue Freunde? Ja! Emily Elefant ist meine Freundin. Emily ist meine Freundin. Und meine. Und meine. Und meine. Und meine. Und meine. Emily, wen magst du am liebsten? Ich mag Lucio und Klausi und Zoe und Luisa und Petro und Peppa. Armer kleiner Fisch, er sitzt in der Falle. Oh. Der kleine Fisch sagt, er möchte schnell wieder zurück ins Meer. Vielleicht kannst du ja dein Eimerchen nehmen und den damit retten. Ja! Peppa rettet den kleinen Fisch mit ihrem Eimer. Keine Sorge, Herr Fisch. Du bist bald wieder bei deinen Freunden. Wiedersehen, Herr Fisch. Wiedersehen. Oh. Ich liebe Felsbecken. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer Papa, dein Bauch ist doch zu dick. Hoho, Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht. Bitte spritzt uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja, spritz uns nicht nass, Papa. Hoho, keine Sorge, Peppa. Bitte spritz uns bloß nicht nass, Papa. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz! Entschuldigt bitte alle. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Peppa trägt immer noch ihre roten Schuhe. Schorsch will im feuchten Gras spielen. Oh je, Peppa spielt auch gern im feuchten Gras, aber sie will ihre Schuhe nicht nass machen. Ich kann leider nicht mit dir spielen, Schorsch. Oh.
Schorsch springt gerne durch den Matsch. Peppa springt auch gerne durch den Matsch. Aber sie will ihre neuen Schuhe nicht dreckig machen. Oh. Mama und Papa springen auch gerne durch Matschepfützen. Wirklich alle springen gerne durch Matschepfützen. Was hat Peppa vor? Aha, Peppa zieht ihre Gummistiefel an. Yippie! Ich liebe Matschepampe, aber nur mit Gummistiefeln. Eigentlich Sandburgen bauen, aber jetzt ist der Strand ganz voll mit Schnee. Dann bauen wir eben Schneeburgen. Ui! Zuerst füllen wir Schnee in die Eimer. Dann drehen wir die Eimer auf den Kopf, klopfen oben drauf. Und schwuppdiwupp, eine Schneeburg. Eine Schneeburg. Also, ich liebe den Strand. Ich liebe den Schnee. Und ich liebe den Strand und den Schnee. Oh je, Schorsch hat seinen Schwamm in eine Matschepfütze fallen lassen. Schorsch, du machst ja alles wieder ganz schmutzig. Ich mach das mal sauber. Peppa, nimm nicht das Schmutzwasser. Oh je, jetzt ist das Auto aber wirklich schmutzig. Oh. Macht ja nichts. Wir nehmen den Gartenschlauch und spritzen es ab. Ja, ja. Ich halte den Schlauch. Peppa hält den Schlauch und Papa Wutz stellt das Wasser an. Wo bleibt das Wasser? Oh, Peppa, halt! Entschuldigung. Oh, Papa Wutz, bitte stell das Wasser ab. Oh, keine Panik. Oje, alle sind komplett nass. Jetzt ist das Auto sauber. Wir sind alle sauber. Heute regnet es ein bisschen. Peppa, Schorsch, zieht eure Regensachen an. Wenn es regnet, müssen Peppa und Schorsch ihre Regensachen anziehen. Bäh. Schorsch mag seinen Regenhut nicht tragen. Schorsch, du musst deinen Hut anlassen. Warum? Weil du trocken bleiben sollst. Warum? Weil du dich erkälten könntest. Warum? Schorsch, willst du draußen spielen oder nicht? Dann lass deinen Hut an. Komm mit, Schorsch. Peppa und Schorsch wollen in Matschepfützen herumspringen. Bäh. Schorsch möchte seinen Regenhut nicht tragen. Schorsch! Kommt ins Haus! Es regnet jetzt zu stark, um draußen zu spielen. Oh, Schorsch, wo ist dein Regenhut? Hatschi! Schorsch hat sich erkältet. Hatschi! Armer kleiner Schorsch, du hörst dich gar nicht gut an. Keine Sorge, ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat. Aha. Stecken Sie Schorsch ins Bett, ich komme gleich vorbei. Danke, Dr. Braunbär. Wiederhören. Muss Schorsch denn jetzt ins Krankenhaus und bekommt Medizin? Nein, Schorsch muss einfach nur ins Bett. Oh, dann ist Schorsch ja gar nicht richtig wirklich krank. Hatschi! Das ist ekelhaft. Armer Schorsch, ich bring dich gleich ins Bett.
Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Fahrradfahren. Heute ist ein wunderschöner sonniger Tag. Hui. Genau richtig für eine lustige Fahrradtour. Was für ein riesig großer Kürbis. Papa Wutz ist sehr stolz auf seinen Kürbis. Ja, das ist wirklich ein dicker Otto. Das gibt einen ordentlichen Kürbiskuchen. Schneller, Schorsch! Klausi, Luzi, Luisa! Klausi Kleff, Luzi Locke und Luisa Löffel sind auch mit dem Fahrrad unterwegs. Schorsch kann nur Dreirad fahren. Er fährt so langsam. Wer als Erster bei dem dicken Kürbis ist? Aber seid vorsichtig. Der darf nicht kaputt gehen, weil der meinem Papa gehört. Und mein Papa ist bestimmt traurig, wenn der kaputt geht. Keine Sorge, Peppa. Und los! Peppa und ihre Freunde sausen auf den Kürbis zu. Hey, passt auf den Kürbis auf! Hurra! Peppa, pass auf! Papas Kürbis! Entschuldigung. Guckt mal, wie langsam Schorsch fährt. Schorsch fährt noch ein Babyfahrrad. Du hast auch ein Babyfahrrad, Peppa. Du brauchst ja noch Stützräder. Ich kann schon ohne Stützräder fahren. Ich auch. Und ich. Wer als Erster oben ist? Kommst du mit, Peppa? Nö, ich bleibe lieber hier. Bis später dann. Ja. Peppa würde am liebsten ohne Stützräder fahren. Papa, ich will meine Stützräder nicht mehr haben. Kannst du denn ohne sie fahren? Ja! Na gut, Peppa, ich mach sie ab. Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja! Kannst du das denn schon? Jawohl, ich krieg das ganz bestimmt hin. Das ist nicht witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au ja, Papa. Okay. Achtung, fertig, los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge, ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein, ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, yippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Klausi, Luzi, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr es sehen? Hurra! Wer als Erster beim Kürbis ist? Peppa, hey, Achtung, der Kürbis! Ich bin die Schnellste! Peppa schaut nicht, wo sie hinfährt. Oh je, Peppa hat Papas Kürbis zermatscht. Tut mir leid, Papa. Jetzt ist er kaputt. Der Kürbis ist egal. Hauptsache, du bist nicht kaputt. Von jetzt an passt du aber auf, wohin du fährst. Okay, das mache ich, Papa. Gut. Nun ja, jetzt, wo der Kürbis kaputt ist, können wir ja einen Kuchen daraus backen. Au ja, Kürbiskuchen. Und weil Papas Kürbis so ein dicker Otto ist, wird es auch bestimmt genug Kuchen für alle geben. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz.
Katze. Mama Wutz hat ein Geschenk für Peppa. Peppa, ich habe hier eine besondere Schachtel für dich. Dankeschön, Mama. Darin kannst du geheime Sachen aufbewahren. Was für Sachen soll ich denn da reintun? Das kannst nur du allein wissen. Es ist deine Geheimschachtel. Ich weiß schon, was ich da reintun kann. Gut, aber nicht verraten. Ich sag's weder dir, noch Schorsch, noch Papa. Geheimes Geheimnis. Schorsch, guck mal, meine Geheimschachtel. Sie ist noch leer. Ich muss jetzt ein echtes Geheimnis in die Geheimschachtel tun. Schorsch will Peppa helfen. Nein, Schorsch. Nur ich darf wissen, was darin ist. Du musst draußen warten, bis ich was ausgesucht habe. Peppa überlegt, welche geheimen Dinge sie in ihrer Schachtel verstecken könnte. Jetzt ist die geheime Geheimschachtel voll. Schorsch, du darfst nicht reingucken. Schorsch würde sehr gerne wissen, was in Peppas Geheimschachtel ist. Wenn du willst, kannst du es erraten. Dinosaurier? Ob da wirklich ein Dinosaurier drin ist? Oh, Schorsch, warum sagst du immer zu allem Dinosaurier? Aber da passt sowieso kein Dinosaurier in die Geheimschachtel. Schorsch hat keine Ahnung, was sich in Peppas Geheimschachtel verbirgt. Papa Wutz putzt gerade den Flur. Papa, ich habe eine Geheimschachtel. Mama hat sie für mich gemacht. Sehr hübsch, Peppa. Und was ist drin? Das ist doch geheim. Schorsch wollte es erraten, aber er hat es nicht geschafft. Kann ich mal raten? Ja. Ist da etwa meine Brille drin? Nein. Du hast sie doch auf deiner Nase. Du hast recht. Dummer Papa, du darfst nur noch einmal raten. Okay. Sind da Mamas Schuhe drin? Nein. Und jetzt ist deine Ratezeit vorbei. Peppa mag Geheimnisse. Mama, keiner kann mein Geheimnis erraten. Oh, was hat denn Schorsch da? Er hat auch eine Schachtel bekommen. Für seine geheimen Sachen. Nur Schorsch weiß, was drin ist. Oh. Peppa möchte gern wissen, was Schorsch in seiner Schachtel versteckt. Bestimmt hat Schorsch sein Dino in der Schachtel. Nein. Schorsch hat keinen Dinosaurier in seiner Schachtel? Es ist zu schwierig. Ich komme nie drauf. Jetzt findet Peppa Geheimnisse nicht mehr so toll. Vielleicht, wenn du Schorsch etwas von dir zeigst, dann zeigt er dir bestimmt etwas von sich. Okay, aber wir müssen es gleichzeitig tun. Eine gute Idee. Ich zähle bis drei und dann holt ihr etwas heraus. Fertig? Ja. Eins, zwei, drei! Schorsch zeigt eine Trommel und Peppa eine Trompete. Wunderbar. Ja, das klingt sehr schön. Habt ihr noch mehr geheime Dinge? Schorsch hat einen Kringelkeks. Oh. Aber Peppas Schachtel ist leer. Ich hab nichts mehr drin. Aber ich habe etwas. Los, kommt, greift zu. Schorsch, Peppa, Mama und Papa Wutz mögen Kringelkekse unheimlich gerne. Ich hab keine Geheimschachtel. Aber ich weiß ein gutes Versteck für meinen Kekskringel. Könnt ihr's erraten? Ist das Versteck vielleicht der Kühlschrank? Nein, es ist ein geheimer Ort. Mein Bauch. Mein Geheimversteck ist mein geheimer Bauch. Meins auch. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Burg Wetterstein. Peppa und ihre Familie machen heute einen Ausflug. Peppa, Schorsch, wir fahren heute zur Burg Wetterstein. Was soll denn das sein, Papa? Das ist eine Burg auf einem hohen Hügel.
Schorsch mag Burgen gern. Burg Wetterstein klingt wie eine öde Sache für Jungs. Nein, Peppa, bestimmt nicht. Man hat eine herrliche Aussicht von da oben. Man sieht sogar das Haus von Oma und Opa Wutz. Ui, dann nix wie los. Ich lese die Karte und Mama Wutz fährt. Meinst du wirklich, Papa Wutz? Wir verfahren uns dann doch nur und du wirst bestimmt grantig. Wir werden uns nicht verfahren und ich werde nicht grantig. Burg Wetterstein, wir kommen! Sind wir endlich mal da? Nicht ganz. Oh. Wollen wir vielleicht was spielen? Ja, bitte. Wir spielen, ich sehe was. Meinetwegen, ich fang an. Papa Wutz sucht sich heimlich etwas aus und die anderen raten, was es ist. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das hat die Farbe rot. Rot? Mein Kleid, das ist rot. Nein, das meine ich nicht. Das Auto. Das stimmt. Unser Auto. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau. Das blaue Hemd von Schorsch. Nein. Ist es etwas im Auto? Nein. Soll ich? Ja. Der Himmel, der blaue Himmel. Gewonnen. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Ich weiß genau, wo wir sind. Nur, dass diese Straße anders aussieht als auf der Karte hier. Oh, Papa Wutz, verfahren. Ach was, verfahren. Und wie finden wir den Weg zur Burg Wetterstein? Gleich hab ich's, Moment. Ich hab's, wir fragen Oma und Opa. Ach, wozu denn Oma und Opa? Ich find das, und wenn's den ganzen Tag dauert. Aber der Tag ist bald vorbei. Hallo, hier Opa Wutz. Was gibt's? Opa Wutz, wir haben uns auf dem Weg zur Burg Wetterstein verfahren. Liest Papa Wutz zufällig die Karte? Ja, Papa Wutz liest die Karte. Und gerade ist er ein kleines bisschen grantig. Ich bin nicht grantig. Am einfachsten ist es, wenn ihr der Hauptstraße folgt, bis ihr dann endlich die Burg auf dem Hügel seht. Danke, Opa Wutz. Wir folgen der Straße und halten nach der Burg Ausschau. Sag ich doch. Schaut, ist das die Burg? Ja, das ist Burg Wetterstein. Komm schon, Auto. Komm schon, Auto. Das schaffst du doch. Hurra! Peppa und ihre Familie haben Burg Wetterstein erreicht. Boah, ist die aber hoch. Wir gehen rein. Die Aussicht von oben ist fantastisch. Boah, was für eine Aussicht. Mami, ist das Oma und Opas Haus? Ja, genau. Es ist so weit weg. Wollt ihr mal durchs Fernrohr schauen? Darf ich zuerst reinsehen? Und dann ist Schorsch an der Reihe. Boah. Durch das Fernglas sieht alles viel größer aus. Ich sehe Oma und Opa. Guck, Schorsch. Oma Wutz. Opa Wutz. Schorsch winkt Oma und Opa Wutz. Dummer Schorsch. Oma und Opa Wutz sind viel zu weit weg, um dich zu erkennen. Ich hab's, wir rufen an. Hallo? Opa Wutz, wir sind auf Burg Wetterstein und sehen euch. Winkt uns mal. Oma und Opa Wutz winken uns. Ich mag Burg Wetterstein. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Ballettunterricht. Peppa besucht ihre erste Ballettstunde. Das ist Madame Gazelle, die Ballettlehrerin. Ah so, da ist die kleine Peppa. Du willst also tanzen lernen. Hallo, Madame. Ah, wie süß. Willkommen zu deiner ersten Ballettstunde.
Ich hol dich nachher ab. Bis gleich. Viel Spaß, bis später. Peppas Freunde sind auch da. Luzi Locke, Luisa Löffel, Molly Mietze, Klausi Kleff und Pedro Pony. Kinder, wir haben einen neuen Schüler. Peppa Wutz. Nun, Peppa, lauf zu deinen Freunden. Hallo zusammen. Hallo, Hallo Papa. Papa. Nee. Kinder, wir beginnen mit Demi-Plié. Demi-Plié. Nun ein kleiner Sprung. Petit jeté. Mit Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Die Ballettstunde macht eine Menge Spaß. Hebt eure Arme. Stellt euch vor, ihr wärt ein sehr schöner Schwan. Und was für ein Geräusch macht so ein schöner Schwan? Miau. Nee. Grazie und Anmut. Peppa ist eine begeisterte Tänzerin. Alle sind begeisterte Tänzer. Mama, Mama, ich hab wie ein Schwan getanzt. Peppa hat schön mitgemacht. Ich kann jetzt mit Grazie und Anmut tanzen. Das kannst du? Soll ich dir zeigen, wie das geht? Gleich zu Hause. Da zeigst du es Papa Wutz und George und mir. Bis bald. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz zu Hause. Papa, George, ich will euch zeigen, wie man Ballett tanzt. Ist es sehr schwierig? Für mich war es ganz leicht, aber für dich und George und Mama ist es furchtbar schwierig. Zuerst brauche ich Musik. Gut. Also, ich mache das jetzt erstmal vor und ihr macht mir alles nach. Die Madame hat komische Wörter benutzt, aber eigentlich beugt ihr nur so die Knie und springt dann. Ah, ein petit jeté. Papa, du kennst ja die komischen Wörter. Ich habe früher mit Mama auch Ballett getanzt. Pass lieber auf, Papa Wutz. Am besten waren wir im Pas de deux. Hoppla! Ich hatte es anders in Erinnerung. Dummer Papa Wutz. Hoho, überlassen wir das Ballett doch lieber Peppa. Ja, denn ich kann es am besten. Ich bin ein wunderschöner Schwan. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Verstecken. Peppa und Schorsch spielen Verstecken. Schorsch ist an der Reihe, sich zu verstecken. Er muss schnell ein Versteck finden, bevor Peppa mit dem Zählen fertig ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schorsch hat gerade noch rechtzeitig ein Versteck gefunden. Zehn. Alle aufgepasst, ich komme! Peppa muss Schorsch suchen. Hab dich!
Peppa hat Schorsch gefunden. Schorsch, das Versteck war viel zu einfach. Nun darf Peppa sich verstecken. Eins, drei. Ich helfe Schorsch beim Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Los geht's, Schorsch. Du kannst anfangen. Jetzt muss Schorsch Peppa suchen. Peppa ist nicht unter dem Tisch. Schorsch, schau doch mal oben nach. Peppa ist nicht unter dem Bett. Was war denn das für ein komisches Geräusch? Peppa ist auch nicht hinter dem Vorhang. Da war wieder dieses komische Geräusch. Was kann denn das sein? Schorsch hat Peppa gefunden. Schorsch hat mich gefunden. Jetzt muss Papa sich verstecken. Oh, ich finde, Schorsch sollte noch mal suchen. Aber Schorsch kann das noch gar nicht richtig. Bestimmt klappt es diesmal besser. Komm, Augen zu und los geht's. Eins, zwei, drei. Oh je, Peppa wird Schorsch sofort finden. Fünf. Sechs, Schorsch, schnell hier rüber. Acht, neun. Zehn. Alle aufgepasst, ich komme! Oh, Schorsch ist ja gar nicht unter dem Tisch. Sonst hat er sich immer unter dem Tisch versteckt. Willst du denn nicht mal oben nachschauen? Ich weiß, wo er ist! Schorsch ist in unserem Spielzeugkorb! Oh. Schorsch ist gar nicht im Spielzeugkorb. Wo kann er bloß sein? Peppa kann Schorsch nirgendwo finden. Papa, ich kann Schorsch einfach nicht finden. Oje, wo kann Schorsch nur sein? Sieh mal an, ich glaube, hier steht etwas über Schorsch in der Zeitung. Schorsch, hab dich! Oh, Schorsch, das war ein tolles Versteck. Schorsch war die ganze Zeit hinter Papas Zeitung versteckt. Ha, 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 ha.